Hallo, 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 weiter geht's mit Rush Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Wo denn? Auf dem Blowstacks Player Emulator. Link in der Beschreibung, gerne abchecken. Mobile Games auf dem PC ohne Akku schmeckt mir auf jeden Fall. So, das Spiel, Potenzial ist da. Ich habe es auch sehr aktiv weitergezockt. Gut, Arena 5. Es gab nur Urlaubszeit, da hatte ich keinen Dank da, ne? War ich ja nicht da und so weiter, aber... Oh, Level 10 neues Emoji. Es schmeckte mir. Hui. Hui, hui, hui. Er kommt da und zeigt seinen Luftballon, Wasserbombe. What? Egal, wir öffnen die Kiste auf jeden Fall. Let's fucking take this shit. Sofort öffnen. Hätte wieder eine Rotz hier. Oh, der Jäger und die Wache ist am Start. Ja, was haben wir noch hier am Stesemeise-Chese, was wir uns gönnen können? Gönnen können. Für den das. So, 8 Quests hier. Sammeln wir alles ein. Alles klärchen. Saison sammeln. Sammeln. Karriere sammeln. Oh, Beutel voller Gold. Und eine weitere Kiste. Gönnen. G steht für gönnen. Der Schurke ist am Start, genauso wie die Wache. Die kleine Zipfelwache. Und noch 44 Mann in den Hut. So schmeckt mir das. Versammeln wir, schaltet die Quest, Saison Quest frei. Easy. Beute voller Kristalle. Und weitere sammeln noch mehr Gold. Ihr seht es. Die Belohnungen, die kommen rein. Oh, hier. 20 mal Trainer gegönnt. So muss es sein. Und oh. Mega Opening oder was? Oh, Blitzmark. Kann ich upgraden. Richtig geil. Alchemist. Was Neues am Start. Sehr geil. Das gefällt mir. I love it. Das Spiel hat einfach so ultimativ viel Potenzial und gefällt mir einfach richtig gut. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist, dass man sich keine Kisten farmen kann, sondern alles nur über Werbung gucken, was ich halt irgendwie... ne? Also hier fehlen die Slots, die ich so benutzen kann, um Werbung zu klatschen. Nicht Werbung zu klatschen, sondern um mir Sachen zu gönnen, beziehungsweise Kisten zu farmen. Das fehlt mir. Das fehlt mir wirklich. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung, aber... Nur über Werbung Kisten gucke, Kisten bekommen nach dem Spiel. Ha, das ist schon eine Grätsche, ne? Das ist schon hart gegen meinen Strich. Guck mal, hier öffne, gönnen. Hier, Leute, ich seid live dabei, wie ich mir alles gönne. Hier eine Wache ist am Start, kann ich upgraden. Oh, der Portalmagier. Yes, neue Karte. Und nochmal 111 Gold. Schmeckt. Sammeln den nächsten Scheiß her damit. Was haben wir denn Tolles hier? Ah, der Bomber-Typ hier, der Chemikalien-Leger, Alter, die Atombomben am Start, die klatsche ich mir auf irgendwo rein und mal kurz hier 10-mal den Trainer gegönnt. Schmeckt, weitere Kiste, Leute. Ihr seht das, oh, der Banner ist am Start. Und noch ein bisschen Gold. Ja, das war's, oder? Bin ich jetzt lang am Ende angekommen oder kann ich mir nochmal gönnen? Okay, das war's. sehr gut. Habe ich noch was gratis? Jawohl, Geschenk, 100 Gold. Auch sehr schön. 11,49 € Premium Pass. als ob ich Gold scheißen könnte, genau, Geld scheißen könnte. Ich habe Karriere was freigeschaltet, hier nochmal Kurs 50 mal dies. Her damit. Sehr schön. Und jetzt habe ich täglich auch nichts mehr. Jetzt sollten wir auf jeden Fall alles uns erstmal gegönnt haben. Und jetzt gehen wir kurz ins Deck und schauen, was hier so abgeht. Denn ich habe ja neue Sachen. Die Fraktion für diese Woche wird bestimmt. Was bekommen wir denn? Fraktionseinheit, okay. Booster. Für jede Einheit dieser Fraktion wird 10% mehr Mana erzeugt. Not bad. Das schmeckt mir auf jeden Fall. So, das ist ein aktuelles Deck, was ich hier am Start habe. Es ist ganz cool. Erstmal Upgrade. 200 Gold. Easy. Her damit. Yay. Es ist ganz cool, aber ich sehe Potenzial noch in anderen Karten. Die gibt es auf jeden Fall auch noch bald hier. Deswegen wird sich gegönnt. Dann kann der noch. Das ist auch eine sehr geile Karte hier. Die Wache. Auch sehr schön. Upgraden. Den alten Shit. Und ich möchte gerne was Neues ausprobieren. Und zwar haben wir 2 neue bekommen. Wenn wir den Kollegen hier bekommen, was kann der denn Tolles? Wir schauen mal kurz rein hier. Erzeugt in regelmäßigen Abständen eine Säurepfütze, die Monster Schaden zufügt. Der Schaden der Falle erhöht sich mit jedem Fusionsrang. Ja, habe ich schon mal gesehen. Das ist gar nicht mal so bad. Aber was ich als erstes benutzen möchte, ist der Kollege hier. Kann einen Gegner an den Anfang der Karte teleportieren. Die Wahrscheinlichkeit des nächsten Teleports ist verringert. Das ist, glaube ich, eine geile Karte. Und die switchen wir mal mit. Ich muss gucken, ja. Ich habe 3 Single-Target-Dudes, deswegen kann ich... Ich könnte was machen hier. Auswählen und ich will gerne diesen Single-Target-Dude rausklatschen, weil der ist halt... einfach da, ne? So. Das gefällt mir. Und eigentlich möchte ich die Karte auch nochmal ausprobieren.
Und da fühle mich mal den hier raus. So muss es sein. Also ein bisschen rumtesten. Level 3 ist nicht das Beste vom Level her, aber trotzdem, der Lars rasiert ja trotzdem Haken jetzt mit Benzin am Manakoi. Deswegen lasst uns zusammen hart vergenussferkeln und diesen kleinen Dude aber kaputt machen. Kennt ihr es? Einfach kaputt machen. Sehr schön. Oh, hier ist er direkt, Portal-Dub. Portalo. Bam. Er sieht schon stylisch aus. Der gefällt mir. Eben mit seinen Laserdingern da. Was bekommen wir hier raus? Oh, da ist Alchemist. Alchemist. Oh, jetzt droppt er. Der droppt einfach randommäßig irgendwelche Pfützen hin. Jetzt ist die Frage, wie lange die da bleiben. Oder kann er nur eine Pfütze jeweils immer haben? Das weiß ich doch nicht. Das muss der Lars hier noch ein bisschen mal ausprobieren. Aber vom Single-Target-Damage sind wir ganz gut. Das, oh, 371 Schaden gerade eben gemacht. Krass, wirklich. Das hört sich noch viel an. Oh, hier, guck mal. Oh, Mr. Portal-Dude. Raste völlig aus. Da wurde auch jemand teleportiert, hat man gesehen. Ist auch ziemlich cool. Ich finde es schwer in dem Game, man muss wirklich schauen, wie oft man eine Karte upgradet, bevor man sagt, okay, die bleibt jetzt auf dem Level und zum Stand. Oh, hier, Alchemist. Krasser Alchemist. Oh, krass. Oh, da hinten auch eine Pfütze hin. Überall kommen die Pfützen hin. Alter. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir Mr. Blitzy. Mech, haben wir gleich Upgrade hier. Immer ganz cool, weil Flächenschaden. Das kann der Lars. Und das ist auch ziemlich gut. Ich mache hier auch mal Upgrade rein, damit er auf jeden Fall mit der Pfütze ein bisschen mehr Damage macht. Ja, bislang der Damage so, den wir hier fahren, der ist ziemlich gut. Ich werde den Alchemisten auch nochmal hochziehen hier, weil wir es können. Weil er ist ja ziemlich krass hier unterwegs mit seinen Portalen. Die ganze Zeit gegenballern. Ah, ah. Jetzt bekommen wir hier ein Tor raus. Hier nochmal so ein komischer Dude. Und nochmal ein komischer Dude. Wo bleibt denn die Wache? Die kommt gar nicht. Wie einfach die Wache nicht kommt. Lustig. Ja, es ist halt einfach ein Glücksspiel. Ne? Welche Karte als nächstes kommt auf dem Feld, da ist die Wache zum Beispiel. Und dann reagiert man halt so. Und gradet so ab. Und natürlich die Bosse, die ja auch hier kommen, können ja verschiedene Sachen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Ihr wisst, wie der Hase läuft, rückwärts und bergab. Genauso muss es sein. Oh, 59k gegen 57k. Nochmal kurz hinklatschen hier. So, da liegen die Pfützen. Oh, der eliminiert immer was, was natürlich ziemlich doof ist. Guck mal, der hat jetzt die einen einfach nach hinten teleportiert. Lustig. Der hat den Boss nach hinten teleportiert. Das ist ja stark. Am besten nicht zu viele kaputt machen. Aber jetzt ist die Pfütze weg. Jetzt ist wieder Pfütze da. Oh no, nicht so viel. Wieder nach hinten teleportiert. Total OP. Einfach den Boss nach hinten teleportieren. Lustig, lustig. Tralala. Oh, ich mach nicht ganz so viel Damage, sehe ich gerade. Ich finde bloß, dass er, meine ganzen Truppen kaputt macht, weil er es lange braucht, bis er quasi kaputt geht. Kommt er hier ein Teleport nach hinten? Weil dann würde ich ihn ja auf jeden Fall noch packen. Dann muss ich mir kurz meine... Okay, jetzt noch ein Teleport. Ich schaffe es nicht. Teleport! Mist, ich habe einen Damage bekommen. Egal. Ich sehe gerade schon, also, da kommt der Chaos. Chaos ist immer ziemlich Chaos-like. Ich sehe schon, es könnte sein, dass wir es... Dass wir es. Oh, guck mal, das ist eine Ente. dass wir einfach zu wenig Single-Target-Damage haben. Das ist ein Problem. Die Wache ist ganz gut, aber ich bekomme halt jedes Mal Mr. Pfützen-Typ hier. Mal lunzen, wie es so weitergeht hier. Könnte gerade ein Problem geben. Mein Gegner haut halt den ultimativen, krassen, super Single-Target-Damage raus. Und ich halt irgendwie nicht. Okay, die Pfütze ist am Start. Ja, sie kriegen schon gerade ein paar Probleme. Wir kriegen schon dezente Probleme. Eieiei. Eieiei. Komm, wir die nochmal upgraden hier. Oh, ich hab verloren. Da seht ihr, das war nicht so gut. Wer hat am meisten Damage gemacht? Mr. Blitzy hier, dann Mr. Dies, das, Ananas. Ich mag den Teleportier-Heini. Abgeschlossen, cool. Ich mag den Teleportier-Heini nicht ganz so gut. Nicht ganz so gerne. Jetzt kann ich mir, eine Unterstützungskiste gönnen. Leute, für Werbung. Da ist es wieder, ne? Von dem Spiel. Werbung gönnen. So, kurz überspringt, ich kann's halt. Oh, das ist eine dicke Kiste. Der Schurke. Uiuiui. Und? Der Scharfschütze. Und 74 Gold. Die sieht ziemlich krass aus, aber irgendwie geht's besser, ne? Vom Kisten her. So, Quest wieder beendet. Was bekomme ich? Was Geiles? Karriere. Sammeln 100 Gold. Gold. Aber hier 300 kritischen Schaden habe ich noch nicht gemacht. Ich bin nicht so schlecht für. Ja, weiß ich nicht. Also, vom Deck her gefällt mir das nicht so gut. Also, der Teleportier-Heini. Hä? Ne? Genau. Was habe ich denn hier für Truppen, die überhaupt mehr Schaden jetzt machen? Ich könnte den Heini mit reinhauen. Ist, glaube ich, sogar sinnvoll.
Machen wir. So. Das ist okay. Das gefällt dem Lars. Wir könnten den Schurken auch mal aus... Nicht den... den Schurken ausprobieren. Wie hoch auf kann ich den upgraden hier? Bam, Level 4. Der Schaden pro Schlag erhöht sich um einen zusätzlichen Zahl zwischen 1 und deinem kritischen Schadenswert. Ui. Hui. Hui. Ich könnte den nochmal upgraden hier. Warum? Weil jetzt kann gar kein Ding für den King. Badabum. Wie ist der Giftmischer? Alter, wie hoch geht denn der Giftmischer bei mir? Level 5 sogar. Vergiftet Gegner und fügt ihnen im Laufe der Zeit Schaden zu. Der Schaden durch Gifte erhöht sich mit jedem Fusionsrang. Oh. Oh. Ui, schon wieder wird recht hier. 300 kritischen Schaden abgeschlossen. Easy, gar kein Ding für den King. Wäre auch nicht schlecht. Ich meine, das ist Allianz des Waldes, ne? Fraktion, da gibt es ein bisschen mehr. Komm, nehmen wir auch. Nehmen wir auch rein, Leute. Da tryen wir ein bisschen. Den nehme ich auch. Warum? Weil ich es kann. Genauso, Held. Was habe ich hier neu? Nichts. Nicht gefunden. Zeus, Alter. Mit seiner geilen Sonnenbrille. Der schmeckt mir. Der schmeckt mir. Was kann ich ihm was reinklatschen hier? Schmieden. Du hast keine Gegenstände herstellen. Neu. Okay. Amulettfragment. Mit Fragmenten kannst du die entsprechende Art von Ausrüstung herstellen und aufwerten. Ah, oh, die ist da oben schon wieder. Sieht sehr geil aus, das Spiel. I love it. I love it very, very much. Ich würde sagen, let's go. Nächste hier. Kampf tryen und diesmal auf jeden Fall rasieren, zerstören, gewinnen. Gar kein Ding, ne? Ihr wisst, jetzt geht's los. Gerade nur testweise hier. Sechste Meister, let's go. Jawoll. Bam. Habe ich einen Upgrade. Bonus. Hier Mr. Gifty auch noch am Start. Ich glaube, das da unten rechts unter meinem Emote, beziehungsweise Ding der Bild bedeutet, dass ich einen Bonus habe. Oh. Oh, oh schade. Dachte ich, wieder sehr einen krassen bekommen hier. So, dann machen wir das hier kurz noch. Das ist sehr gut. Ich grade auch gleich ab hier, weil der schon ziemlich krass und stark ist. Deswegen upgraden die alte Kiste. Noch ein. Bam. Oh, Mr. Schurke. Was geht aus Schurke? Oh, Mr. Gifty. Das sieht gut aus. Gut, Damage. So, den können wir nicht upgraden hier. Was dann kriegen wir noch Tolles? Mr. Blitzer aus Blitzer wird noch mehr blitzen. Deswegen gleich ein Power-Up hier. Damit wir ein bisschen Flächenschaden haben. Und weiter geht's. Wir zerstören einfach alles. Oh, wir haben harten Damage. Kommt der Typ hier raus? Sehr gut. Und was kriegen wir da raus? Oh ja, und was kriegen wir hier raus? Oh. Oh. Oh! Schön. Ich glaube, es lohnt sich sogar, den direkt nochmal aufzuziehen. Ich habe einfach so oft den Blitzmagier. Das ist unfassbar. Der Blitz des Todes einfach rum. Einfach des Todes rumblitzen. So, den nochmal kurz hier rein. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, sogar den Giftmischer ein Upgrade zu geben. Mr. Gifty. Und this one kriegt noch einen hier. Der Schulke auch, weil wir es können. Und jetzt gibt's Damage. Und ich glaube, als nächstes 200 gibt es den noch einen hier. Wegen Single-Target-Damage. Heieiei, wir machen böse Aua. Wie der oben ausrastet auch. Holy shit, Alter, was ist los mit dem? Es kommt einiges an Mana hier raufgeklatscht. Das ist unfassbar. Ich kann der Truppen hier rausballern, aber wie oft ich diesen einfach den Typen hier bekomme, ne? Holy shit. Ach nö. Mach doch nicht so viel kaputt. Und kaputt. Dieser Damage, aber er macht oben auch so viel Damage. Oh. So, gibt es da noch einen von dem? Soll ich es riskieren und die beiden Blitzmarker zusammen fusionieren? Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich mach's. Direkt ein Power-Up. Ich glaube, das ist krasser Single-Target-Damage jetzt hier. Wie er unten rechts einfach komplett ausrastet. Komplette Eskalation vom Damage. Komplette. Oh ja, komplette Eskalation. War es klug? Ich weiß es nicht, ob es klug war. Jetzt haben wir sehr viel Flächenschaden verloren. Könnte uns das Bein brechen. Es könnte uns das Bein brechen und wir könnten jetzt verkacken deswegen. Sagen wir geben nochmal... Warte auf 400. Komm. Kriegt ihr noch ein Upgrade hier? Power-Up, jawohl. Noch ein bisschen mehr Damage draufklatschen. Er hat Probleme, ich habe Probleme, wir haben alle Probleme. Ich benutze gleich mal hier meine Fertigkeit direkt. Warum? Weil ich es kann? Ja, das war, glaube ich, nicht so klug. Es könnte uns jetzt einen Sieg kosten.
Obwohl, er verliert mehr. Nein! War es dumm, den Magier hier, den Blitzmagier hochzuziehen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal kurz drauf hier. Der hat auf jeden Fall am meisten Damage gemacht. Und dann kam er. Ah, ich weiß es nicht. War es klug oder nicht? Eieieiei. Aber ein richtig geiles Game hat auf jeden Fall... War gut. War richtig gut. Wir sollen mal noch ein Koop-Game und machen weiter hier. Alter, ich verliere nur. Ich bin richtig bad. Batman Walking. Das ist der Lars. Der Battle Lars. Sehr schön. Bam, bam. Bam, bam. Bab, bab. Hat er gerade jemand gerade einen 1058er gemacht? Holy shit. Pimoch. Also jetzt ist ja quasi Koop. Ich spiele mit jemandem zusammen. So wie es sein muss. Ein bisschen zusammen rumnaschen. Das geht auch immer. Lalalalala. Da habe ich ja letztes Mal auch eine mega kranke Runde gemacht. Und kam mega weit. Oh. Mr. Gifty. Kriegt direkt ein Upgrade hier, Mr. Gifty. Nächste Welle. Da kam gerade ein 1300er irgendwas aufgeblockt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein Crit war oder so von dem Booster-Heini hier. Auch ein Upgrade hier. Sehr schön. Bam. Ich bin noch nicht, wird immer nicht ganz schlüssig, ob ich jetzt diese Truppe so stehen lasse oder ziehe sie nochmal hoch oder was mache ich jetzt. Weil das hat uns gerade, glaube ich, das Genick gebrochen. Oder mich, bei mir, ne? Also bei uns quasi. Immer etwas umschlüssig. Immer. Also die ersten 6 Wellen waren jetzt ziemlich easy. Ne, haben alles weggenascht. Ja, wieder hier, komm. Siehste, kommt der hier. Ja, das ist auch gut. Geht auch ein Power-Up hier. Ja, 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 doch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Eine gute Kombination und der Damage ist on point. Ja, 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 doch. Den Boss werden wir, denke ich, schaffen. Die erste Runde easy und dann wird weiter genascht hier. Dann wird weiter genascht hier. Schon wieder den. Siehste, guck mal hier. Guck's dir an hier oben. Ist der Lars schneller? Der Lars macht die ultimative krasse Rasur. Welle 8. Das kann ich, glaube ich, einmal über 20 oder so, aber der hatte mein Dude da oben, also der hatte ja mega die krassen Superkarten am Start, dann konnte ich ja gar nicht mithalten. Schon wieder er hier. Soll ich ihn jetzt upgraden oder nicht? Ich lasse es jetzt, ich ziehe die noch nicht hoch. Also ich könnte die Ninja Boys jetzt, ne, oben rechts und unten Mitte quasi, könnte ich zusammenziehen, dann würde ich krass eine Fusion des Todes bekommen, aber ich mache es gerade nicht. Ich warte noch ab, was dabei rumkommt. Aber ich werde für 200 gleich den Schurken hochballern, dass wir gut Single-Target-Damage haben, wenn ich genug bekomme für den Boss. Ist Welle 10 schon Boss? Oh ja. Okay, Boss kommt. Das sollten wir, glaube ich, packen. So, jetzt kriegen wir noch Upgrade hier. Jetzt kommt. Jetzt kriegt der Damage. Jetzt kommt der Damage. Ja, take it. Jawohl, 14, 13. 13 Toast. Tschüss, 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 tschüss. Das ist auch kaputt. Ja, oh, 848 Damage hier auf dem Deckel. So wie es sein muss. Schön den Damage reingenascht. Damage, Damage. Das kriegen wir hier raus. Kriegen wir so einen Typ. Das ist sehr schön. Würde ich sagen, machen wir den auch mal kurz ein Upgrade drauf, wenn wir was können. Was kommt hier noch für einer? Hier noch ein Schlingel. Dann kommt der bei raus. Auch ziemlich cool. Kriegt auch ein Upgrade hier, der alte kleine Zipfelklatscher. Leute. Da oben fast nur der Schurke am Start. Ja, doch, 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 doch. Ob wir über 200 kommen, über 200, genau. Über Welle 200, nein, über Welle 20. Oh, jetzt nochmal Schurken. Holy shit. Jetzt könnte ich halt den Schurken des Todes krass upgraden, ne? Wenn ich Bock habe. Ich mach's nicht. Mein Gefühl sagt nein, ich soll's nicht machen, deswegen mach ich's nicht. Ich werde den Schurken gleich hochziehen für 400, glaube ich. Der oben schreibt schon gutes Spiel. Schreibe ich auch. Wollt ihr es können? So, 400er Upgrade hier. Jawohl. Schön, 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 schön. Er hat auch schon Level 4, seinen Schurken hier am Start. So, wie es sein muss. Die ultimativen Rasuren. Schön viele Wellen kaputt machen. Ja,
Ja, jetzt fehlt uns ein bisschen der Flächenschaden. Also Single-Target-Damage ist ganz gut. Bloß der Flächenschaden ist ein bisschen weg. Weil ich auch mal Blitzmagier verloren habe. Aber es geht noch. Ich glaube, es geht noch alles. Oh, 1000er-Crit oder sowas. Sehr 1000er-Crit. Holy moly. Es brenzlig werden hier. Muss ich die... Okay, er setzt ein. Sehr gut. Reicht das hoffentlich? Reicht, oder? Okay, muss auch einsetzen, sonst hätten wir verkackt. Oh, no, 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 no. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, upgraden zu this one. Haben wir noch ein bisschen rumgeblitze. Das ist sehr gut. Ein bisschen Flächenschaden. Ich versuche mal was. Guck mal, was da rumkommt. Ich muss irgendwas machen, sonst verlieren wir nämlich. Ja. Okay, was versucht, ein bisschen hoch zu pushen. Bis zum geht nicht mehr, aber hat nicht ganz gereicht. 15 Wellen, das ist sehr, sehr gut. Alter, hier 604k Damage. Das ist einiges. Holy moly Macaroni. Belohnung gibt es natürlich hier auf dem Deckel, so wie es sein muss. Schönes Game. Hat mir gefallen. Und hier war es dann so weit, dass man einfach total einfach alles zerballert. Und dann ist man des Todes krass unterwegs. Rüstungsfragment bekommen. Oh. Sammelt 10 Einheiten auf Level 6 oder höher. Ja, so muss es sein. Saison. Nur mit Premium Pass. Was? Was ist das denn für eine Verarsche? So, nächste Belohnung hier gönnen. Was bekommen wir Tolles? Oh, der Zauberkessel schon wieder. Der Vampir. Und? 111 Money in the Hood. Money. Oh, schon direkt die nächste Kiste. Ich guck, was war das erste? Eine Wache und 44. Yes. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, alles hochzuklatschen bzw. abzugraden. Für hier, ne? Weil das ist halt am Start. Ich würde sagen, der Schuk ist am Start. Ich habe den Giftspucker. Den habe ich auch. Und den nehme ich aber auch noch hier. Für den Kollegen hier. Nehme ich aber alles mit hier und das ist, glaube ich, eine gute Kombination. Damit kann man auf jeden Fall nichts. Kann man nichts falsch machen. Nee, free. Guck mal, hier oben ist alles free. Würde ich mal sagen, war es das von diesem richtig geilen Game von Rush Royale. Falls ihr auch zocken wollt, Link in der Beschreibung über den BlueStacks Play Emulator für den PC, dass ihr hier auch Mobile Games zocken könnt. Nutzt den Link in der Beschreibung, würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar und was auch immer. Haut alles raus. Ich freue mich immer über Feedback. Bleibt gesund, seid ein Haufen super nicer Boys. Vielen Dank. Reingehauen und tschüssi.